Herzlich willkommen in Kinski. Das Auktionshaus auf der Freiung kommt zu Ihnen. Tiefe Einblicke in soziokulturelle Verhältnisse der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erlaubt uns Peter Prüchel oder Preuchel oder Preugel, der Jüngere. In Brüssel geboren, wird er sich als einer der bedeutendsten und wichtigsten Genremaler der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts etablieren und er erlaubt uns mit seinem zuweilen sehr ironischen Blick auf die Lebensrealitäten seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen eine Möglichkeit zu verstehen, wie sich in der Zeit des späten Renaissance-Geschehens hinein in die erste Hälfte der Barock-Ära die Lebensrealitäten verändern und wandeln. Mit unglaublicher Erzähllust bekommen wir hier eines der beliebtesten Genre-Themen und einen wunderbaren Inhalt vermittelt. Peter Prüchel, der uns den Bauernadvokat auf seinem thronartigen Stuhl in Konzentration mit nach vorne geschobenem Kinn beim Lesen von Unterlagen und Papieren zeigt, sehr ehrerbietend, aber das Geschehen rundherum vermittelt uns ein Bild, das fast karikaturenhaft aufs Kurioseste und Köstlichste zeigt, wie sonderbar dieses Geschehen ist. Da wird der gerupfte Kapaun, da wird ein Korb voller Eier herangeschleppt, aber auch die frisch geernteten Trauben und allerhand Bäuerliches, das die arme Landbevölkerung heranschleppt, um den gierigen Advokaten zufriedenzustellen. Es geht um den Zehent. Und damit bekommen wir die Möglichkeit, das Selbstverständnis einer Zeit mit der Fabulierlust und Erzählkunst Peter Preuchels oder Prügels des Jüngeren vermittelt zu bekommen. Er, der vor allem als Kopist der berühmten Werke seines Vaters, der sehr früh verstorben ist, da ist Peter Prügel erst 5 Jahre alt, als sein berühmter, etablierter Malervater verstorben ist, aber er tritt in die Fußstapfen und wird sich als ein bedeutender, wichtiger, erzählender Künstler etablieren. Lassen Sie die Aura dieses Werkes hier im Kinski auf sich wirken.